Das Beste, das du weißt, musst du den bösen Buben doch nicht sagen, sagt Freud. Wir wollen das gar nicht zu Ende bringen, in ausführlicher Form, obwohl jedes Detail durchdacht wurde. Und so schließen wir diese Stufe 3 der vier Farben Rot mit lediglich einer Stichwortsammlung. Der Grund, dass jede Struktur zuerst die Anwesenheit einführt, die Abwesenheit einführt, den Tod, das Verschwinden, um daraus erst die Existenzsimulation zu machen. Und der Grund, warum sich das immer nur anzeigt, ohne sich zu begründen, ohne sich zu erklären, ohne sich erschließen zu lassen, um das Entsetzen und die Qualen noch notwendiger machen zu sollen, um noch mehr als Antrieb für die Drittveränderungsimperative zu dienen, findet seinen Grund im Urunfall bzw. in seiner sekundären Simulation des Proton-Pseudos. Hier fällt das Ansichtigwerden des zweiten Abschneidungsvorgangs, der nur beim Menschen, ob seiner Divergenz zwischen Motrizitätsreifung und kognitiver Reifung, verzögert als zweiter Abschnitt, als zweiter Auswurf erfolgt und hier das organizistische Aufklaffen gemacht wird, das so entsetzlich ist, dass es das Bewusstsein aufbäumen macht und eine Gegenexistenzialisierung erzeugt als erstmaliges Auftauchen einer symbolisch konstruierten, schön gut ganz gemachten Schein. Schönheitssimulation dagegen, gegen diesen nackten, weichfleischlichen Wurm, diesen Auswurf, der man ist und der sichtbar wird in diesen Momenten, das Stichwort, das ist das nur beim Menschen stattfinden macht, weil es die Funktionen des sexuellen Sich-Eröffnens, der Ein- und Ausstülpungsakte, der Eröffnung der inneren Organizität nach außen und vice versa wieder nach innen, diese ganzen motorischen Hebel- und Pumpaktionen in einen alltäglichen Usus, in eine profanierte Normalitätsgewöhnlichkeit übergeführt hat, aus Gabenrückforderungszwecken, aus Machtbeherrschungsgründen, aus Unterwerfen des Unterwerfers im masochistischen Opferprojekt, bei dem das Opfer das Scheinbare durch diese ungeheuerlichen elastisch-plastischen Multifunktionsorgane alle Unterwerfer schachmatt setzt, bei dem also die ganze Kaskade sichtbar wird, dieser Geschlechtungsakte, die von dem Matrix, von den Drittimperativen mit dem eminentesten ekstatischen Lustbelohnungs-, Emotionen geködert werden, damit hier das entscheidende, einzige Ziel des Lebendigen, sich neu zu transformieren, sich neu absprießen zu machen, erfüllt wird, um sozusagen den Abschnürungsschmerz umzuwandeln von Unlust in Lust.
in Stase, in Ekstase. Die ganzen Details dazu, die ganze Vorgeschichte dazu, seit dem Affinesischen mit dem von Elaine Morgan, das wir schon erzählt haben, bis es zu diesem Punkt kommt, nur bei Menschen, bei dem diese Ungeheuerlichkeiten bewusst werden können und somit das Urmodell des Afanesischen Schwindens, des Todes und seiner Gegenreaktion, des Existierens. Ich bin ja wirklich, wirklich da, auch wenn ich weiß, dass ich wieder weg sein werde, wie ich schon einmal weggemacht wurde. Als Auswurf, als Abwurf. Der Grund also dieses Verwurfsvorgangs in Proton Pseudons, das Auflösen des dyadischen oder monadischen Vertrages, hinausgeworfen in die terminäre Welt, Frissvogel oder stirb, in die symbolische Ordnung, damit durch diesen Mangelschnitt, durch dieses Eröffnen einer Wunde, die nie heilen wird, nie heilen soll, damit an diesem Mangelort der Mangel wieder angeliefert würde, die ganze Energie, diese ganze übermächtigen Leistungen, die ganze Wut, ihr das heimzuzahlen, was ihr fehlte, das unerfüllbare, unstillbare, abgrundtiefe Loch dennoch auffüllen zu wollen, über alle Horizonte zu reisen, alle Ausgedehntheiten wieder zusammenzuschrumpfen, alles da hineinzustopfen, was ihr einst nicht mehr genügte und nun sie wieder pappsatt machen zu sollen. Um dieses ewig sich Entziehende endlich zufrieden zu machen. Fix sie halt ein bisschen, sagt der kleine Hans zu seinem Vater. Aber auch er weiß nicht, so wie der Vater nicht weiß, dass das Einzige, das sie nur bei Menschenwesen erfüllen könnte, die Ankunft des abgöttlichen großen Viechs, des nächsten Abzweigungsproduktes der Annunziationen der heiligen Weißwurst, des allmächtigen abgöttlichen Geistes wäre, sie für eine Weile zufriedenzustellen, notwendigerweise, da nur der ternäre Durchgang erzielt wird und nicht die Persistenz des Verbleibens im Erkennen, im Harren, im Stillstehen und im Nabelschau, im Spiegel dieses erstarrten Würstchens, dieser ausgezüttelten Weiß-Wiss-Wiss-Wurst-Pelle, schon sein Brät ausgesabbert, ausgezutzelt. Die ganzen Zusammenhänge, warum, was für ein Aberwitz es eigentlich darstellt, den Gipfelpunkt der Attraktivität einer Imago zwischen diesen beiden Bergeshügelketten, auf denen die Kitzlein Salomons weiden, gerade an der Kloakenöffnung zu lokalisieren, am untersten Pol, hinter Fäzes et Urinas Nascimo, sagt Freud. Aber es ist ja klar, warum das notwendig so ist, als der unterste Pol des Rumpfes, als jener praktische Ort, an dem die Invaginationen der Sphinkter Öffnungen genau
schon selbst dieses kontinuierliche Verhältnis von Leben und Tod, von Assimilation und Ausscheidung vollziehen. Das Rektum, der Anus, die Nierenausgänge, die Blase, die Vesikel. Nur die Lunge hat Ein- und Ausgang. In den oberen Acheronter, alles andere findet in den untersten Eucheronter statt. Warum dann eben nicht die Innenverlagerung dieses Tentakelarms der Qualle, die ihre Keimscheiblinge hier abschnürte und absprießte, einfach als Innenringwulst, als Innenlabyrinthisierung, als eigenes Alienwesen mit eigenem Leben und eigener Gewalt über den Körper, der ihn als Weihegefäß vom Multifunktionsapparat herumzutragen hat und die oberste Direktive ausgibt, periodischerweise. All die anderen Zusammenhänge, die an diesem Ort, dem ersten Ort, in dem zunächst der Auswurf, der Verlust, der Abschnitt, das Versinken, das Sterben, das Auslaufen stattfindet, um als Gegenreaktion dann erst sekundär die Existenzvorstellung, der Protest dagegen, aber jetzt bin ich noch da, den Kairos zum Erliegen zu bringen, ihn am Kopf zu packen und zu kapieren, dass es nur diesen einzigen Moment, dieses einzigen begrenzten Theaterschauspiel, Bühnendramaturgie gibt, bevor der Vorhang schließt, seine Rolle so gut zu spielen, dass man in die engere Auswahl kommt, dessen, der den Olympioniken mit dem Lorbeerkranz krönt, indem er eingeladen wird ins Allerheiligste, an den Ort des gelobten Landes, in dem das Leben erneuert wird und er der einzige Ort ist, um den sich alles zu drehen hat, innerhalb dieses Multifunktionsorgans der Vitae Acinae des Lebens, der Ärsche, der Rotations-Schwarzloch-Ring-Generations-, der Schwarzloch-Ring-Generator Multifunktions-Vortices, Wirbel mit ihren Durchtunnelungsfähigkeiten. Dieser Aberwitz, diesen Ort als den Gipfelpunkt der Attraktivität auszuzeichnen, instinktiv implantiert beim Reh schon als Spiegel. Dort sieht das Spiegelstadium anders aus. Punkt, Punkt, Punkt. Wir könnten, glaube ich, noch 20 oder hunderte Stichworte in diesem Komplex, bei dem alles beginnt, aufzählen, aber das Thema der Begegnung mit dem Tödlichen, das ein Gekröse, ein Grün, Ocker, umbrafarbenes etwas ist, so wie der Film Solaris dies von der Gyri und Sulzi umziehenden Oberfläche des Ozeans zeigt. Punkt, Punkt, Punkt.
Heute früh war es kalt, 4 Grad. Zum Glück keine kalten Winde mehr. Wassertemperatur, die kälteste des ganzen letzten Jahres, 16,1. Der Tiefpunkt ist wohl erreicht. Allmählich wird es dann wieder aufwärts gehen.